Heute geht es um dieses nette, schlichte Paket und zwar eine Arbeitsleuchte, die man mit einem Akku betreiben kann. Der Akku ist aber nicht im Lieferumfang enthalten. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Technikkanal eingeschickt habt. Wie das manchmal so ist beim Schrauben, ob das beim Auto ist oder hier am PC, für mich eher für den PC-Bereich gedacht, man hat gerne mal eine Hand frei. Das ist immer ein bisschen problematisch. Entweder hat man eine Taschenlampe oder so eine Einklemmlampe oder irgendeine Leuchte da rumfliegen, wo die am Kabel hängt, und das ist eigentlich störend und nicht effizient genug. Da habe ich diese Leuchte gesehen, da habe ich mich aber leider ein bisschen vertan, weil ich habe gedacht, ich habe einfach überlesen, dass die ohne Akku ist. Da braucht man nämlich einen sogenannten Akku zu, das zeige ich euch noch, welcher das ist. Den packen wir auch in die Videobeschreibung, und das Ladegerät, wenn ihr das natürlich habt, ist das von der Firma DeWalt oder so ähnlich, dann ist das kein Problem, dann kann man den Akku davon nutzen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das Geld investiert und habe mir zusätzlich diese Akkus und auch das Ladegerät dazu besorgt, weil ich brauche es wirklich für die Werkstatt, und das ist eine Investition für ein paar Jahre. Und das macht sich natürlich effizient und effektiv beim Arbeiten bemerkbar. Und zu diesem Video würde ich euch gerne herzlich einladen. Wir gucken uns das Ding mal an. Bedienungsanleitung habe ich nicht mehr, die ist irgendwo hier im Chaos untergegangen, weil ich sie schon mal ausgepackt habe. Aber ich erkläre euch, wie das Ding funktioniert, was man zu beachten hat und was sie kann. Und zu diesem Video würde ich euch gerne jetzt, wie gesagt, herzlich einladen. Ausquatsch, es geht zum Arbeitsleuchte mit Akku betrieben. Check, viel Spaß beim Video. So, die ist schlicht und einfach verpackt, da ist auch nicht viel drin, da war so ein Zettelchen drin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die Bedienungsanleitung ist, braucht man eigentlich nicht. Und der Kopf ist aus versiegelt, der Kopf ist ein versiegeltes Design aus Aluminiumlegierung. Der ist wirklich aus, wir haben ja drei Strahler, hinten den An- und Ausschalter. Der Schwanenhals ist bis 360, hört man richtig? Der knackt jetzt noch, bis 360 Grad bewegbar, hat eine Länge von 30 cm, also 300 mm. Wir haben hier zusätzlich zwei USB-Anschlüsse zum Laden von irgendwelchen blödsinnigen Geräten, falls man unterwegs mal das Handy leer ist. Die Akkus, die man dazu benötigt, die sind von der Firma DeWalt. 1820 Lithium-Ionen-Akkus, ich konnte es gerade nicht aussprechen. Das steht alles in der Videobeschreibung, beziehungsweise ich packe euch da einen rein, welchen man nutzen kann, der noch recht günstig ist. Na? Wir haben hier hinten, wie gesagt, den Ein- und Anschalter, was ich erst nicht so begriffen habe, dass man diesen Knopf hier drücken muss, um das Ding dann auch zu dimmen und einzuschalten, also zusätzlich nochmal. Ich habe mir hier einen 18 Volt besorgt. Und zwar ist es der DCB205, der passt auch. Der hat 5A und 90 WH. Das reicht recht lange, na, dass man den nutzen kann. Und ich glaube, derzeitiger Preis. Also beides zusammen. Und natürlich brauchte ich, weil ich es nicht habe, das dementsprechende Netzteil nochmal zu. Kann man so um die 60, 70 Euro nochmal rechnen, dass man das Ganze braucht. Zum Laden ist klar. Einstecken, und das ist das Gute bei diesen Akkus oder bei diesem Ladegerät zumindest, weil das habe ich ja nun gelöst. Ich werde trotzdem Werbung einbinden, damit ich keinen auf den Sack kriege, weil ich das eine Teil umsonst bekommen habe. Kriegt man hier, wenn er voll ist, oder hier gedrückt, halt hier auf den Akku drückt, der ist voll, also lädt er den einfach einschieben, und dann sollte der. Kriegt man hier auch eine Ladeanzeige. Wenn er voll ist, bei dem Ladegerät ist es so dauerrot. Das nur mal zur Demonstration. Ich bin gerade am das braucht er. Wie gesagt, die Akkus sind in der Videobeschreibung, nochmal auf der Produktbeschreibung abgebildet. Selbst die Lampe kostet knapp 39 Euro. Finde ich jetzt mäßig. Was mich ärgert, ist, dass man, wenn man es nicht hat, halt hier nochmal das Geld ausgeben muss, um sich den Akku zu kaufen. Aber es war mir die Sache wert, weil ich kann es wirklich gebrauchen. Einschieben. Einschalten. So, und dann leuchtet die auch schon. Ich zeige euch mal die Ausleuchtung. Wir dimmen.
lange drücken, kann man sie abdimmen. Also stufenlos dimmbar. Wenn ich jetzt loslasse, also ist schon sehr hell. Was wir noch haben, ich schwenke mal wieder rum. Wir haben hier eine Kontrollleuchte. Und wenn wir jetzt uns ein Kabel nehmen, ich sage einfach mal, was könnten wir denn jetzt da mal dran? Wir gucken mal, was da rausschmeißt, weil ich habe gerade mein Testgerät hier. Andersrum? Nee, so rum. Geht ein bisschen schwer rein, meine Hase. So. Was kriegen wir hier raus? Derzeit zieht er 5 Volt, 0 Ampere. So, ich mache die Lampe mal aus. Die können wir hier oben nochmal ausschalten. Wie gesagt, immer diesen Dingsknopf drücken. Wenn man das einmal gemacht hat, ist sie auch an. Und ich verschnappe ich mir den einfach mal. Was haben wir denn hier Schönes? Was wir denn mal zum Laden nehmen könnten? Ich nehme mal die Buchse da und hole mir mal ein Kabel dementsprechend, was wir da verheizen können. Das ist Lighting. Ich schaue mal nach dem Ladekabel. Wie gesagt, das ist wie eine Powerbank nochmal. Und ich lade einfach mal das Holyland damit. Und dann gucken wir mal, was er zieht. Ups, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. So, er zieht hier mit 1 Ampere. 10 Ohm. 21 Grad, wie gesagt, das zeigt so alles Mögliche an. Also 1 Ampere Ladung ist schon recht gut. Was sagt uns das Holyland? In der Ladeanzeige, die Ladeschale wird geladen. Das wird uns hier auch angezeigt. Also ist schon praktisch, wenn man jetzt noch mal was braucht. Ausleuchtung finde ich gut. Nachteilig finde ich hier wirklich, wenn man die Akkus nicht hat, muss man die halt kaufen. Ja, aber wenn ich mir das jetzt noch mal so reinziehe und stelle die an, ich habe eine super Ausleuchtung, ich habe die Hände frei. Und ich werde euch gleich noch mal Preise zu den Akkus und dem Ladegerät erzählen. Gut, dann sehen wir uns jetzt in meiner Endbewertung. Also ich bin es praktisch. Es ist zwar eine Investition, aber okay. So, wie soll man so ein Ding bewerten? Ja, Verarbeitung ist gut gemacht, da gibt es nichts. Hier ist nochmal, um euch das zu zeigen. Ja, stabil, hier ist nochmal ein Schutz drum. Ja, Ausleuchtung ist recht gut. Nur, dass das Ding mit zusätzlichen Kosten nochmal verbunden ist. Wenn man diesen D-Wald nicht hat, na, wenn man den natürlich hat und da seine Gerätschaftsflotten von hat, wie Bohrmaschinen und was man da so alles hat, haben könnte, das weiß ich nicht ganz genau, dann ist das natürlich praktisch. Dann kann man davon den Akku und das Ladegerät nehmen. Muss man sich den Kram kaufen, dann ist man roundabout mit 37 Euro für den Akku und was habe ich hier? Dann ist man nochmal mit 37,99 Euro für den Akku, da gibt es nochmal 3 Euro Rabatt. Und das Ladegerät kostet 24 Euro, da gibt es auch nochmal 3 Euro Rabatt. Die packe ich euch aber in die Videobeschreibung. Ich habe den 18 Volt genommen und ich habe sie einfach mal auf Dauer so 4 Stunden laufen gelassen und da war sie noch nicht leer. Das hält sie dann also auch aus. 4 Stunden Laufzeit ist schon wirklich, also bei mir hat es mit 4 Stunden geklappt. Wie es bei euch ist, kann ich nicht sagen. Wie ihr das jemals einsetzt. Ich hatte sie jetzt nicht so hell laufen. Aber 3 bis 4 Stunden locker. Na, das ist natürlich praktisch. Man kann den Akku wieder aufladen und hat die Hände frei. Verarbeitungstechnisch ist in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, gebe ich einen Stern Abzug, wegen alleine schon, dass man sich die Akkus kaufen muss. Ich würde dem Teil dann auch 4 Sterne geben. Die Akkus, die ich hier gekauft habe, die sind echt in Ordnung. Das ist recht günstig noch im Gegensatz zu anderen, weil der Original, der kostet von dem, weil der kostet richtig Schotter. Das habe ich gar nicht mehr in Betracht gezogen, den zu kaufen. Ladegerät ist natürlich auch sehr praktisch. Ja, wir haben hier eine Ladeanzeige dran. Und vom Preis ist das gut. Man hat einen 220 Volt Anschluss. Das ist das DCB 112. Von 12 bis, also macht 10,8, 14,8 und bis 18 Volt
lädt es die Akkus auf. Ist CE gekennzeichnet und der Akku ist natürlich auch gekennzeichnet. Output macht das Ding 0,8 Ampere. Input 0,8, Output macht das Ding natürlich 3 Ampere. Das ist schon eine gute Ladeleistung. Man kann es hier an die Wand machen. Nochmal dazu, wer das gerne, weil sich das nicht gesagt hat, hier ist eine Möglichkeit, das an die Wand zu hängen. Werde ich wohl drüben auch in der Werkstatt tun, dass ich das immer parat habe und nicht suchen muss. Schön ist hier nochmal, dass man hier mit 1 Ampere nochmal eine Lade hat, wenn man jetzt wirklich knapp bei Kasse ist auf dem Handy, sage ich mal so ganz grob, dann kann man das anschleifen. Der Preis der Lampe, 39 Euro. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ich gebe dem Teil 4 Sterne und damit sollte es dann auch gut sein. Wir wollen das Ding nicht überbewerten. Wie gesagt, da kommen noch Kosten auf einen zu, wenn man es nicht hat. Aber das muss jeder für sich selbst erscheinen. Ich packe euch alle 3 Teile, die Lampe, den Akku und in die Videobeschreibung. Wem das interessieren sollte, ich finde es absolut mega. Ist echt nice, weil man kann jetzt, ich habe jetzt wirklich die Hände frei und kann in den Rechner reinleuchten. Einfach mal so und sagen, mach mal. Ne? Und habe meine Hände frei und kann die für andere Sachen benutzen. Das ist manchmal sehr unpraktisch gewesen. Das ist genau das Teil, was ich noch gebraucht habe. Ich habe noch so eine ähnliche, die ist mit Strom betrieben. Die werde ich euch irgendwann auch noch mal zeigen. Die ist drüben in der Werkstatt. Die ist aber halt nicht so ganz flexibel, weil man hat es wieder über Strom. Hier ist die Einsatzmöglichkeiten am Auto, Camping und was weiß ich, kann man schon viel mitmachen. Ihr findet alles in der Videobeschreibung wieder, wem es interessieren sollte. Das ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link auf Deutsch. Wäre schön, wenn ihr den nutzen würdet. Damit bekommt der Kanal eine kleine Provision für die laufenden Kosten, die so anfallen. Da schon mal danke für. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Wenn ihr woanders findet, ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber trotzdem danke. Danke fürs Zuschauen. Für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Ja, und wenn es euch gefallen hat, was wohl? Daumen hoch in nördlicher Richtung. Abo da lassen. Bitte nicht vergessen. Da schon mal danke für, damit wir dann vielleicht auch ein bisschen voranschreiten können nach 6 Jahren. Video ist zu Ende. Nächste Video ist am Start an die Abos. Wie gesagt, bla bla bla, damit ihr kein Video verpasst. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Und wollte mal hier so ein bisschen die Atemgeräusche drauf sein. Das habe ich letztens schon jemandem erzählt. Ich werde alt und habe so ein bisschen meine Atemprobleme. Das kann ich nicht abstellen. Mikro ist schon von Holy Land. Das ist schon sehr hochwertig. Und Rauch fürs Rausfiltern ist schlecht, dann höre ich mich schlecht an. Nur noch mal am Rande. Ich sage Tschüss und Bye-bye. Bis zum nächsten. Ich freue mich auf euch, dass ihr wieder dabei seid. Technikcheck, macht's gut. Bye-bye. Bis dann, euer Dagi.